auf jeden Fall die Jungs vorne und ich werde natürlich euch mal kurz die Lineups vorstellen. Wir sehen hier Yale, Destiny, Jello, Xant, KNG gegen Kerrigan, Nifty, Drone, Reltuk oder halt Cutler und JDM64. Man möchte hier aber lang relativ zügig auf den Spot gehen. Einen einzelnen Spieler hat man vor lang noch abgestellt und sonst geht es jetzt hier sehr schnell auf das 2 auf den A-Spot. Und Destiny von der Seite nochmal schön den Winkel gewählt. Und jetzt hat man hier erstmal eine Mini-Retake-Situation, obwohl die Bombe noch gar nicht gelegt worden ist. Man möchte hier sofort Druck aufbauen, aber die 1-2 klickt er da schon mal raus. Da haben wir auf jeden Fall gute Leistungen gesehen. Gute Headshots. Dann ist es Destiny gegen 2. Da stehen Kerrigan und Nifty sehr gut. Und damit ist es hier das 1-0 für Team Envy, die ja jetzt bereits schon öfters auf das 2 gespielt haben hier in dieser Qualifikation. Und ja, das bedeutet auf jeden Fall, dass man sich auf dieser Map relativ komfortabel und wohl fühlt. So, direkt mal Timeout. Hier sehen wir auch direkt die erste Übersicht. Nifty mit einer 233er ADR. Das wäre natürlich eine wunderbare Statistik. So, und wenn wir das Ganze mal begutäugeln wollen, gerne könnt ihr auf 99damage.de vorbeischauen. Da seht ihr alle Informationen zum Turnierbaum etc. pp. Habt ihr ja gerade eben schon gesehen. Wir werden als Maps wahrnehmen einmal die Map DE Dust 2. Das ist der Pick von den Jungs von Envy. Und Inz hat danach DE Train gepickt. Das wird natürlich auch nochmal eine interessante Sache. Da wird Envy auf der CT-Seite starten. Und sollte es noch in eine dritte und entscheidende Map gehen, dann werden wir Overpass sehen. Overpass da. Also die Decider-Map. So. JDM hat scheinbar technische Probleme, so wie es aussieht. Hat hier ganz vorne das Headset ab. Der Admin ist bei ihm. Kerrigan ist davon überhaupt gar nicht beeindruckt. Der chillt sein Leben, wie man so schön sagt. So. So, und auf der anderen Seite. Die Jungs dürfen sich natürlich gerade nicht unterhalten in einer technischen Pause. Da sieht man es auch, deswegen lächeln sie sich nur an. Kommunikation ist in diesem Fall verboten. Die Musik, wir kennen sie schon ausgeprägt. Wir haben sie in den letzten Tagen weitaus öfter gesehen, als wir wollen. Sie dürfen sich nicht unterhalten. Nein, Covarian, Kommunikation ist in diesem Augenblick verboten. Dafür gibt es ja die taktischen Pausen. Das würde ja bedeuten, wenn ein Gegnerteam ein technisches Problem hat, hat das andere Team einen Vorteil, weil sie sich dementsprechend nochmal taktisch auseinandersetzen können. Ja, moin Magic Marek. Grüße gehen raus. Aber ich finde es auch immer wieder wichtig, dass man letztendlich sich die Zeit nimmt hier für das Team, für die Spieler, dass auch jeder sich zu 100% komfortabel fühlt. Das ist natürlich bei so einem Sport wichtig. Das ist entscheidend. Man braucht ideale Voraussetzungen, um letztendlich für jeden auch das perfekte Setup zu starten. Und JDM scheint da auch nicht wirklich diskutieren zu wollen, so wie es aussieht. So, warten wir mal ab. Thank you.
So, ich habe mal nachgefragt, ob man irgendwie weiß, was bei JDM los ist. Bisher habe ich noch keine Informationen dazu bekommen. Aber die werden wohl jetzt einmal kurz das Spiel nochmal live setzen, um zu testen. Ob bei JDM soweit alles okay ist. Scheinbar bringe ich Glück. Kommen ins Studio, erstmal wieder eine Verzögerung. So, es wird jetzt jeden Augenblick weitergehen, Freunde. Macht euch keine Gedanken. So, wollen wir hoffen, dass alle zufrieden sind und dass JDM sich jetzt nicht denkt, ach komm, spielen wir einfach weiter. Schön jedem Spieler auf die Schulter geklopft. Haben wir gezeigt, I feel you, ich bin da. Und jetzt geht es endlich weiter. Also 1-0 steht es, die Pistol wurde von Envy schon erzielt, gewonnen. Und jetzt möchte man hier auf jeden Fall mit der Equipped Round in diese zweite Runde starten. Wir sehen auf der anderen Seite, Inz hat sich nichts gegönnt. Einzige, was sie da haben, ist eine P250 bei Destiny und eine HE bei Yale. Das war's, aber sehr zügig gepusht. Und das ist natürlich eine Info, die Gold wert ist. Wenn man jetzt gleich hier Richtung kurz schon mal die ersten Spieler erspähen kann. Man hat noch gar keinen Spieler auf dem Schirm Richtung Tunnels. Und das Cutler, der es auf jeden Fall irgendwie halten möchte. Einen kriegt er raus. Zweiten mit JDM. JDM hält das Ganze auch nochmal mit. Und dann zieht hier Xant mit einem super guten Timing rum. Aber schafft es nicht, den Spieler rauszunehmen. So, Draw mit dem nächsten und dann haben wir hier die Spieler auf dem Schirm. So, das wunderschöne, der ist nochmal Ursus Knife, glaube ich. So, Xant, der möchte mit der erzielten Waffe, die er hat, auf jeden Fall noch ein bisschen Schaden anrichtet, aber dann kommt Drone einfach rum, kann sich jetzt auch die Galil picken. Also somit zwei Spieler verloren, absolut nicht, kein großes Problem. Und somit werden wir jetzt hier in der dritten Runde eine entscheidende sehen, denn das Team, was gewinnt, wird auf jeden Fall das andere in die Eco schicken. Team Envy hat zwar noch ein paar Dollars übrig,
Also das kann sogar sein, dass sie dann nächste Runde kaufen. Sehr wahrscheinlich sogar, je nachdem, wie viele Spieler sie rausnehmen, sollte man diese Runde gewinnen. Aber für Inns geht es da auf jeden Fall schon wieder ums Eingemachte. Denn da kann man ganz, ganz schnell mal noch ein Problem kriegen. So, Cutler und Kerrigan, die schaffen es, wieder die ersten Frags hier zu erzielen. Die waren so schnell unterwegs, dass selbst das Overlay ausgegangen ist. Ja, hat auch was, ne? Sieht dann so aus wie so ein Movie, finde ich. Sobald Overlay und so weiter aus ist. So, und ich denke mal, dass sich die Spieler von Inns denken, okay, da bringen wir die Waffen durch. Und bei Envy ist auch der Punkt, man möchte nicht unbedingt jagen gehen, man möchte nicht unbedingt hunten gehen, aber vielleicht einen sollte man vielleicht vorschicken. Man hat auch noch Flashes bei JDM, der könnte, und auch bei Drone, die könnten wunderbar Richtung B-Spot flashen, aber gut, wir haben auch wieder eine andere Sicht. Wenn sich Envy jetzt hier bewegt, wissen sie ja nicht, ob in der Mitte schon jemand steht und. Die ganzen Winkel, die dann erstmal noch gecheckt werden müssen. Also damit auf jeden Fall schon mal die dritte Runde safe für Envy. Auf der anderen Seite sehen wir drei Waffen, die durchgebracht worden sind. Zwei AUX und eine M4. Und damit haben wir hier das 13-0 für Envy erzielt. Weißt du, zufällig, wenn du das nächste Mal privat streamst, ich verpasse es immer. Ich denke mal heute Abend, ich habe ja lange nicht mehr privat gestreamt. Habe mich da wirklich null nachgefühlt. Aber definitiv werde ich für meine Zuschauer, meine Community auch wieder da sein. So, 3-0. Hat nichts nachgekauft bei Inns. Man behält diese drei Waffen, möchte damit funktionieren. Jetzt hätte Kerrigan. Jo, der hat ein Timing, wird erwischt. Und KNG nimmt ihn auch relativ easy heraus. Musste zweimal ansetzen, aber es hat gereicht. Ja, versucht natürlich da irgendwie durch die Smoke auch nochmal sich durchzusetzen, vor allen Dingen auch die Smoke zu nutzen, um selber nicht gesehen zu werden und dann Schaden zu erzielen. Drone im Goose abgestellt. Und jetzt gibt es die Duelle. Interessant, Destiny wird ein bisschen angefeuert, kommt da nicht wirklich rum auf den Drag und dann kommen Cutler und Drone, die schaffen es hier. Cutler mit dem nächsten, letzter Überlebender ist Yel. Und der bringt auch seine AUG wieder in Sicherheit. Möchte da in den, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt es, Eichhörnchenhobel, glaube ich, die Waffe wegbringen oder vergraben. Und damit ist das 4-0 für die Jungs von Team Envy. Blöde Frage, ist das CSGO-Event in Köln irgendwie besonders? Ist gar keine blöde Frage oder sonstiges. Geht da, ich würde mal sagen, es ist das prestigeträchtigste Turnier abseits vom Major. Also, und vor allen Dingen ist es bekannt dafür, dass es eine unglaubliche Stimmung in die Lanxess Arena bringt. Vor allen Dingen jetzt da, als Big natürlich advanced ist, in die Playoffs, bis ins Finale gekommen ist, da war natürlich der absolute Abriss. Also soll eine Erfahrung wert gewesen sein. Und man sagt nicht umsonst die Cathedral of Counter-Strike. Was übersetzt, Freunde, ja, die Kathedrale von Counter-Strike bedeutet. So, ist Kerrigan aber jetzt dauerhaft bei Envy und ist er der Ansager? Also Ansager ist er auf jeden Fall. Sitzt ja auch mittig in der Mitte. Wird wahrscheinlich den Spielstil ein bisschen umgeknüppelt haben. Ob er jetzt dauerhaft da ist, das weiß ich gar nicht. Ob er jetzt komplett gecontracted wurde. Aber da wird wahrscheinlich sich jemand im Chat finden, der das Ganze nochmal beantworten kann. Boah, ein Drone, schön. Also egal, wie die Jungs von Inns gerade versuchen, hier einen Fuß in die Map zu setzen. Man hat immer wieder die passende Antwort drauf, auch relativ früh. Man kontrolliert da schon sehr gut das 2.
So, und es wurde geschrieben, ist bei Face noch unter Vertrag und ist nur ausgeliehen an die Jungs von Envy. Aber immerhin ist es geregelt, dass er das Trikot tragen darf, was ja auch immer wichtig ist fürs Gemeinschaftsgefühl, für die Sponsoren und. So, und Cello, der wurde schon mal erspäht. Also ist jetzt auf den Spot, Smoke ist dann nochmal ab. Was? Ein Ding von Cutler. Da muss man wirklich sagen, ideal vorgeaimt. Perfekt. Schön direkt predicted und schaut euch mal an. Die haben immer noch den Wert Nifty in den Tunnels abgestellt. Und der kann auf jeden Fall jetzt noch sehr, sehr late. Jetzt zieht er rum. Yale hat aber scheinbar den Fokus drauf. Observer wollte sich lieber Destiny angucken, der auch nochmal versucht, hier an eine Waffe ranzukommen. Und das schafft er auch. Schön, schön die AWP gepickt. Das wird Drone jetzt gleich auffallen, wenn er denn versucht, die AWP zu picken. Da stehen sie diesmal mit drei Mann in den Tunnels. Jetzt wäre eigentlich die Möglichkeit, auf jeden Fall handeln zu gehen. Denn sie haben selber genug Geld, um quasi nochmal das zu kompensieren. Machen sie aber nicht. Bleiben mit vier Mann da stehen. Gehen wieder zurück auf die Spots. Und damit das 5:0 für Envy schon mal safe. Also. So, eben wurde auch gefragt, wann der Stream von Marvin online geht. Was ist denn bei Marvin für ein Stream? Oh, schönes Ding, ey. Ja, und da war dieser unglaublich starke Frag von Cutler. Der Krillin des Counter-Strikes mit Krims zusammen. So, Smoke geht rein. Man hat keine Gap. Destiny steht sehr close. So close, dass er nicht geflasht wird davon. Ist also hinter ihn geflogen quasi. Und das ist dann die ideale Ausgangssituation, um letztendlich da die Frags zu erzielen und die Duelle zu gewinnen. Aber auf jeden Fall gutes Händchen da in dem Augenblick, sich direkt an die Smoke zu stellen. Destiny mit der richtigen Entscheidung. Und damit Xant oben abgestellt vor dem Loch, möchte passive Kontrolle über die Mitte aufbauen. Jetzt muss JDM zusammen mit seinen Mates irgendwie eine Lücke finden. Ach, die Bombe liegt. Habe ich jetzt erst gerafft. Entschuldigung. Dann kein Wunder. Und jetzt schön mit Flashes arbeiten und dann sofort rumziehen. Jo, da kommt sie. Die richtige Ekelflash. Das war sogar eine Smoke. Und jetzt steht schon wieder dahinter. Nifty mit dem ersten Frag. So, jetzt hinter Cello. Und die Unterstützung natürlich von Lang mit Yale. Und jetzt Cutler, nein, keine Chance, man ist zu gut und damit ist es das 1:5 aus ihrer Sicht für die Brasilianer. Und das ist natürlich wichtig. Wow, Coach. So, mir sagt gar keiner, was der Marvin vom Stream macht. Hallo. So, JDM mit dem Entry, wichtig, gegen Destiny sofort erzielt. Der war ja gerade eben so, sag ich mal, der Unterschied in der Runde. Aber wenn man auf das Geld guckt von Ins, können sie nächste Runde komfortabel kaufen. Das bedeutet hier, diese ist auf jeden Fall nicht unwichtig, aber man wird nicht untergehen dadurch. Denn man hat nochmal eine weitere Chance, sich hier durchzusetzen. Kerrigan aimt die Smoke ab. Und geht hier scheinbar wieder auf den Safe. Aber diesmal möchte Nifty auf jeden Fall das Ganze besser ausschließen. Interessante Safe-Position, die Insta gerade versucht. Sie versucht den Retake noch. Verzeihung. Ich war jetzt gerade schon so im Safe-Modus. Aber sie kommen dann doch jetzt nochmal spät und verzögert drauf. Hälfte der C4-Zeit ist schon runter.
Cutler mit dem ersten. Und dann gibt es hier einen sehr guten Schlagabtausch, aber gewinnen wird man diese Runde nicht mehr bei Inns. Und das merkt man auch, die Zeit einfach schon zu weit fortgeschritten. Und damit wird man hier versuchen, die Waffen durchzubringen. AWP auch nochmal erzielt. Und damit ist es nur Chelo mit der AK. 6:1. Guter Spielstand. Da wäre eigentlich mal ein Timeout angebracht. Und da ist es auch. So, Marvin streamt privat den Team Chinsky Day, ein kleines Turnier seiner Teams. Ach, cool. Dann auf jeden Fall viel Erfolg. Wer da Lust hat, ne, immer gerne rüberschalten bei Head Chinsky. Einmal im Dollar. Einmal im Dollar. Einmal für den Flatty. So, jetzt muss ich das Fenster aber auch mal schließen. Ditko hat hier wieder mollige 6 Trilliarden Grad. Aber jetzt wird es doch ein wenig fresh. Wird es doch. So, 6:1. Wir haben immer noch eine Equip Round bei Inns, denn sie hatten genug Geld. Diese Runde wird aber jetzt hier wieder kritisch. Sollte man die verlieren, gibt es direkt mal wieder 1-2 Punkte. Oh, und da waren sie, war eigentlich extrem drauf. Konnte wunderbar Damage machen. Schaut euch mal an, 31, 6 und 41. Aber wenn die Spieler nicht kippen, dann haben sie einfach immer noch Firepower. JDM, wunderbares Movement, arg stark gemacht. Das gefällt doch sehr gut. Yale und KNG bringen hier die Waffen durch. Und von Team Envy dieser schnelle Tempowechsel, dieser Push Richtung B, eine gute Entscheidung gewesen. Boah, und Yale, die Position. Also wenn das Nifty auf dem Schirm hat. Dann gehe ich kaputt. So, jetzt soll aber scheinbar noch eine Flashbang kommen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, man stellt sich einfach nur zu zweit ab. Man geht gar nicht auf Yale. Also interessant, man bleibt einfach hier passiv. Also ich habe selten so ein passives Team gesehen bei Safe-Situationen. Aber gut, sie haben auch nicht das Geld der Welt. Also sie wollen lieber ihr eigenes Geld aufbewahren und sagen, okay, wir sind gerade einfach stärker. Lasst ihn halt diese Waffen. Das sind aber 2 AWPs, das darf man nicht vergessen. Das hat JDM wirklich äußerst gut gespielt. Kerrigan wurde dann nochmal rausgenommen vom A-Spot. So, 7-1 Brasil, never forget. Wir haben jetzt 2 AWPs ohne Pistols. Also nein, ohne Waffen, sondern nur mit Pistols, das wollte ich sagen. Verzeihung. So, KNG auf lang abgestellt. Und Yale ist auf dem B-Spot. Also komplett verteilt. Und hier sehen wir wieder dieses schöne Setup. Diesen Tower, den finde ich wirklich extrem gut. Hat man, wenn die Spieler passen, stehen auf jeden Fall einen gratis. Und Chelo versucht da gerade nochmal zu punkten. Aber die Shots connecten nicht. Kerrigan mit dem ersten, mit dem zweiten. Kann er 2 Spieler herausnehmen. Die Doppel-AWP steht immer noch auf dem Spot Drone, aber jetzt diesmal ein langes Rohr aus der Runde entfernt. So, und jetzt ist Yale noch da. Yale jetzt auch bekannt und den werden sie auf jeden Fall hatten. Also da bin ich mir jetzt doch mal sicher. Wenn sie das diesmal nicht machen, dann weiß ich auch nicht. Sie wissen jetzt immer noch, dass er da vor dem Block steht. Er wird jetzt gepusht. Yale versucht es hier, die Spieler rauszunehmen. Xan kann ihn unglaublich gut unterstützen. Aber dann ist Nifty auch schon von hinten da. Der versucht auch schön viel Druck aufzubauen. Und ja, das ist natürlich auch schon mal eine Judens-Sache. So, jetzt zieht man sich zurück. Weiß natürlich, dass Nifty da gut abgestellt sein könnte. Schafft er auch. Yale mit dem nächsten. Also, er überlebt da wirklich so James-Bond-Manier, aber den werden sie auf jeden Fall rausnehmen. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt hier wirklich jedes Duell gewinnt. Jetzt hat er natürlich die Smoke gesehen. Das war natürlich ideal. Und jetzt macht das natürlich absolut richtig, der Spieler von Envy, dass er da passiv bleibt, nachdem er den Hit gegen den Spieler geholt hat. So, und dann knallt es hier doch noch gut. Je, stark. Also, da gibt es erstmal eine kleine Ratsche von mir. Haben sie doch gut gezeigt. Und ja, damit auf jeden Fall schon mal eine gute Situation.
So, full equipped round bei Inz. Trotzdem, man hat sie sofort aus Lang verjagt. Wir sehen keine Reaktion, dass sie irgendwie B pushen oder sowas. Sie bleiben einfach jetzt, die Mitte wird ein bisschen aggressiver eingenommen, dass Inz da quasi ein Gebiet für sich hat. Und jetzt rotiert man doch echt mit 4 Mann Richtung A. Und das ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung gegen Envy. Und solche Runden sollte man dann auch stehen. Wenn man das dann nicht schafft, dann ist man natürlich irgendwie ein bisschen aus dem Spiel herausgenommen. So, mal gucken, wer jetzt hier den längeren Atem hat. Und wie zu erwarten, steht Inz da gut. Aber JDM und Nifty sind noch da. Gerade läuft es gut bei den Jungs. Hoho, sehr schön. 2 gegen 2, auf einmal ausgeglichene Situation. Sogar eher Vorteil für die Jungs von Envy. Sie haben den Raum. Und Inz nur mit einer einzigen Smoke. Ah, jetzt hat man noch eine Flash gepickt. Über lang unterwegs. Das ist machbar. So, Nifty, das gibt's doch gar nicht. Wunderschöner Laufweg vom guten Amerikaner hier. Aber Yale schafft es nochmal gegen Nifty zu Punkten. Und jetzt hat man hier das One-on-One. JDM mit der AWP gegen die AUG. Aber die Bombe liegt einfach zu gut. Und Yale, der bringt die Waffe durch. Er will die AWP durchbringen. Es ist so stark gespielt. Und das kann ja nicht sein, dass man genau so eine Situation auch nochmal verliert. Inz schafft es hier, 2 Spieler nur noch übrig zu lassen, und am Ende machen diese beiden den Unterschied, holen hier das 2 gegen 4 und damit das 9 zu 1 in dieser Partie. So, Yale mit der AWP. Einzige richtige Waffe, die wir jetzt hier bei Inz sehen, hat sofort den Erfolg gebracht. Aber dann nimmt man die AWP raus. Drone mit einem wichtigen Shot. Man hat nur 2 Klicks gehört, scheint also ein richtig heftiges Ding in den Schädel gewesen zu sein. So, und jetzt hier wird zusammen gegen Kuttler vorgegangen, aber der schafft es. Es ist ein bisschen struggelig, was Envy hier in dieser Runde gerade macht. Aber es ist machbar für die Jungs von Inz. Wenn sie denn jetzt hier den ein oder anderen nächsten Frag noch erzielen. Was ist eigentlich mit Ghetto-Kredit? Der kommt, aber ich lege mich da nicht fest. Wie gesagt, das kann lange, lange dauern. Vielleicht kommt er auch morgen auf einmal raus. Ich werde es auf jeden Fall machen. Aber ich muss erstmal noch einen richtig geilen Beat finden. Dann kann man anfangen zu rhymen. So, und dann Xant und KNG, die versuchen den Retake. Sie haben eine AK, sie haben eine AWP. Vor allen Dingen war das jetzt hier wirklich eine Sparrunde. Und da kann man natürlich so eine Runde gerne mal mitnehmen. So, aber noch ist auch nichts passiert, Freunde. Wow! Rums, bums, bums. Cutler. Also, der hat Bock hier auf jeden Fall.
So, Kenji, das war der eine Break über Cutler hier. Schön abgewartet. Gibt dann nochmal die nächsten und dann wartet dann nochmal einen und zwei. Boah, der zweite. Wie schnell der connected ist. Super stark. So, Drone ist da rausgefahren komplett. Richtung Grube schon. Aber Xant, der steht da zusammen mit Chelo bereit. Also der Tempowechsel das erste Mal nicht funktioniert. Das sieht doch hier endlich mal nach einer zweiten Runde für die Brasilianer aus. JDM mit der AWP im 1-on-4. Sollte man die jetzt auch nochmal verlieren, die Runde, dann sollte man auf jeden Fall gucken, dass man Counter-Strike erstmal temporär deinstalliert. So, ersten Spieler an dem K, den kann man vielleicht noch predikten, aber KNG steht gut. Zieht er nochmal rum, kann JDM rausnehmen. Wunderbar. So, Mitte abgestellt. Jetzt gibt es wieder mal offensive Akzente. So, KNG, der ist da. Oh, wurde fast sogar noch gepickt. Wenn er da zu lange verharrt hätte an der Position, dann wäre auf jeden Fall noch was entstanden. Aber ich finde diesen Tower wirklich par excellence. Ich finde ihn sehr schön. Boah, wenn er wüsste, wie gut er da schon auf dem Schädel steht. Wie gut er auf dem Schädel ist. Um Gottes Willen, das ist das eine spannende Sache. Passend rum. Man ist gar nicht blind auf kurz. Trotzdem schafft es Chelo hier, die beiden Fracks zu erzielen. Und endlich mal kommen aggressive Sachen an. So, die Molotovs, die man da geworfen hat, eine gute Kombination. Man hat aber nicht so viel Damage rauskitzeln können, wie gewollt. So, Cutler hat keine Ahnung, dass da bereits einer am Auto steht und genau das wird ihnen jetzt hier zum Verhängnis. So, 10 zu 5 wäre auf jeden Fall ein, Schlüsselbretter. Boah, Mensch, 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 hier gibt es ja nur noch One-Clicks. Nifty mit dem nächsten super starke Runde hier vom US-Amerikaner. Heilige Maria Gottes drückt der. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, genau, 10-5 wäre noch ein akzeptables Halbzeitergebnis. Ein 13 zu 2 hingegen wäre natürlich katastrophal. So, Nifty. 3K hat er schon erzielt. Den letzten wird er wohl auch noch machen gegen 10 HP. Zeig, was du kannst, lieber Nifty. Und dann macht das auch. Starke Runde von ihm. Wirklich, das ist Ratschen wert. Da wurde ordentlich geklingelt. Wie frech er nur zweimal klickt. Wie frech er nur zweimal klickt. So, und egal, was sie gerade versuchen, irgendwie die Dominanz im Spiel zu erzielen, es gibt immer wieder eine passende Antwort von Envy. So, und Kerrigan schafft es nochmal, den nächsten zu erzielen hier, wunderbar. Und trotz des Headshots, den Xanta mit seiner Swag Sam rausschießen konnte, gab es dann auch nochmal ins Köpfchen mit ungefähr 480 Damage, glaube ich, die AWP in den Kopf. Knallt auf jeden Fall.
So, Freunde. Zwölf zu zwei. Man hat noch einmal eine Full-CZ-Round. Und danach geht's dann in den Seitenwechsel. So, von hinten wartet nochmal ein weiterer Spieler. Der wird von Drone gut abgefangen. Ah, dann will die CZ einfach nicht ins Köpfchen gehen. Oh, aber die Bombe liegt. Nochmal zumindest ein kurzes Aufbäumen hier, aber Drone kann es sofort herausnehmen. Kenji wird rausgenommen. 13 zu 2. Starke Halbzeit hier und wir machen ein kurzes Päuschen hier und sehen uns in wenigen Minuten wieder. Herzlich willkommen zurück, Freunde. 13 zu 2 steht es hier bei Team Envy gegen Inz auf der ersten Map DE Das 2. Map-Pick von Envy. Also noch brennt hier nichts an für die Fans von Inz. Es geht hier im Lower Bracket um die Wurst. Derjenige, der hier verliert, ist auf jeden Fall schon mal raus im Rennen um das Major. Wer gewinnt, hat schon mal safe einen dieser Platz 3 Slots mindestens am Start. So, und im Anschluss von dieser Partie sehen wir auch noch die nächste. Da geht es noch bei Energy gegen die Jungs von... jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Da geht es dann auch wirklich direkt schon um den Major-Einzug. So, Team Envy schafft es auf jeden Fall hier schon mal in der Pistol wieder zu punkten. Yale und KNG sind die letzten Überlebenden. 2 gegen 5 ist in der Pistol natürlich immer irgendwie machbar. Problem ist natürlich, dass jetzt Envy auf lange Distanz geht und dann wird es schwierig mit der Glock. Vor allen Dingen Nifty jetzt mit einer sehr, sehr guten Position. Ja, und das wird auf jeden Fall hier die Runde. Nifty holt sich hier den Frag. Und dann ist es am Ende nur noch KNG alleine gegen 5.
So, und damit 14:2, Team Envy auf der Überholspur. Man hofft nur für das brasilianische Aufgebot von Inns, dass sie hier auf den Train auf jeden Fall viel besser unterwegs sind. Das auf jeden Fall, was man sich wünscht. So, was eine Kombination, die man sich hier ausgedacht hat. Man möchte sofort mit Molotovs auf dem Baseboard. Hat er ein schönes Setup versucht, hat aber am Ende nicht geklappt. Da stand einfach jemand zu close. 15:2. Guckt auf die Quote von Inns, das 2-5-2-5-2-5-2-4 und. Das sieht nicht gut aus. Muss man einfach hier mal festlegen. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt gleich hier auf jeden Fall schon mal ein kleines Päuschen wieder bekommen und dann in die nächste Partie gehen werden. Nicht in die nächste Partie, sondern in die nächste Map, Verzeihung. Aber die Knochenregel ist ja weltweit bekannt. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es hier wirklich nichts mehr wird. Man hat auch kaum Timeouts genutzt. Ich glaube zwei Stück. Ne, drei Stück hat man bei Inns genutzt. Never mind. So, und JDM findet den ersten Spieler, schafft es aber nicht, ihn zu fraggen. Und damit ist es jetzt auf jeden Fall erstmal ja, ein starkes Duell für JDM. Der muss zeigen, was er kann auf dem Antwort. Einer wird runtergedroppt. Kerrigan mit dem ersten. Kerrigan schafft er nicht, den zweiten noch zu erzielen. Also ein bisschen struggelig, wie das Ganze gespielt worden ist. Am Ende ist es aber 16:2 und das war eine absolute Überfahrt. Also, das hat eher wirklich da geglichen als ein Warm-up-Spiel, wie man sagen möchte. Und Kerrigan mit einem breiten Lächeln. Also Freunde, wir machen kurz Päuschen. Immer so ungefähr 10 Minuten wird es schon sein. Und dann sehen wir uns hier wieder auf 90er Damage mit dem nächsten Spiel. Bis gleich.